Achtung, Achtung. Jetzt kommt ein richtig starkes Buzzword, wie wir sagen. Könnt ihr mir kurz eine Fanfare singen vielleicht? So. Ich mache ohne. Künstliche Intelligenz. So. Würden jetzt hier nicht coole junge Menschen, sondern uncoole alte Menschen sitzen. So Managerinnen mit zu viel Geld zum Beispiel. Die würden alle so ihre Portemonnaies rausholen jetzt. Künstliche Intelligenz. Hallo, künstliche Intelligenz. Die Financial Times, das ist eine Zeitung, die lesen auch vor allem so Manager mit zu viel Geld. Die schreibt diese Woche von einer Studie. In dieser Studie steht, ja, wir haben gerade gelernt, eine Studie hat gesagt, irgend so eine Studie und keiner weiß so ganz, ob es stimmt. Aber diese Studie sagt laut der Financial Times, ich sage meine Quellen an, 40% von allen KI-Startups, ich übersetze das, 40% von allen so neuen Firmen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben oder sich zumindest so nennen, die haben damit nichts zu tun. 40, das muss ich mir mal vorstellen, das ist fast die Hälfte von den coolen, hippen Startups, die sagen, ja, wir sind voll künstliche Intelligenz. Die haben kein einziges Produkt, was wirklich künstliche Intelligenz ist. Und sie behaupten es trotzdem, weil sie damit mehr Geld kriegen. Und das ist tatsächlich nachgewiesen. Ich würde sagen, ein Fazit, künstliche Intelligenz ist leider ein völlig überhyptes Schlagwort. Dabei ist wirkliche, echte künstliche Intelligenz sowas Cooles. Und ich finde, wir sollten deswegen aufhören, sinnfreie Wörter rumzuschmeißen und stattdessen versuchen rauszufinden, was künstliche Intelligenz wirklich ist. Wie viel Zaubertrank trinken so intelligente Maschinen? Und warum sieht das so ultra kompliziert aus alles? Ich möchte euch Wirtschaftsinformatiker Philipp Koch vorstellen. Er ist Entwickler für Machine Learning und einer von denen, die eine wirklich richtig echte KI-Firma gegründet haben. Philipp, willkommen. Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Vielen lieben Dank für die wahnsinnig gute Einleitung. Das ist nämlich genau der Aufreißer, den wir als Thema heute nehmen. Künstliche Intelligenz ist so ein Thema, was für wahnsinnig viele Leute so ein riesiges Buzzword ist. Das ist was ganz Großes, das schwebt überall, aber keiner weiß so richtig, ganz, ganz viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wissen gar nicht so richtig, was künstliche Intelligenz wirklich ist. Und das versuchen wir heute mal aufzugreifen. Wie gesagt, mein Name ist Philipp, ich bin 27, ich komme aus Berlin. Und ich habe vor ein paar Jahren eine Firma gegründet, die künstliche Intelligenz für Kunden entwickelt. Und da dachte ich, ist das vielleicht ein ganz spannendes Thema, um mit euch heute mal aufzugreifen, was künstliche Intelligenz denn so ganz genau ist. Also wenn wir es schaffen, innerhalb von 30 Minuten künstliche Intelligenz zu verstehen und zu verstehen, was neuronale Netze sind, dann haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge geschafft für eine halbe Stunde. Wer von euch hat schon mal programmiert? Hat schon mal jemand? Oh, das sind ganz schön viele, sehr, sehr cool. In welchen Sprachen habt ihr programmiert? Bitte? Das wird bestimmt so, ihr habt bestimmt so in Sprachen programmiert wie PHP oder Java oder Python oder C oder JavaScript. Das sind so die ganzen Sprachen, die ihr vielleicht kennt. Und wenn ihr schon mal programmiert habt, dann wisst ihr, dass Programmierung eigentlich nach so einem ganz bestimmten Schema abläuft. Programmierung ist nämlich eigentlich ein wahnsinnig regelbasiertes Werk. Wenn ich was programmiere, dann schreibe ich eigentlich eine Liste von Regeln auf. Ich sage also, wenn irgendwas zutrifft, dann mach das und ansonsten machst du irgendwas anderes. Wenn ihr also auf eurem Handy eure Instagram-App aufruft, dann wird quasi in der Instagram-App geguckt. Wenn ihr eingeloggt seid, dann kommt auf den Startscreen und wenn ihr nicht eingeloggt seid, dann auf den Login-Screen. Also an sich ein regelbasiertes System und diese Regeln hat der Informatiker aufgeschrieben. Der kennt die Regeln und hat die alle runtergeschrieben. Jetzt haben wir das Problem, dass normale Programmierung ganz schnell an Grenzen stößt. Ich kann mit dieser normalen, regelbasierten Entwicklung einige Probleme nicht mehr lösen. Stellt euch vor, ich wollte unserem Roboter hier das Laufen beibringen. Dann wäre das wahnsinnig schwer, zu Regeln zu schreiben, wie man richtig läuft. Ich könnte für mich selber ja kaum Regeln aufstellen, was für mich Gleichgewicht ist und wie ich mich bewege. Und von daher geht es eigentlich mit diesem regelbasierten System nicht. Und ehrlicherweise haben wir ja auch nicht so laufen gelernt. Wir haben ja nicht laufen gelernt als Kinder, indem uns unsere Eltern so eine Karte mit Regeln gegeben haben und wir dann irgendwie abgelesen haben, wie man jetzt laufen lernt. Sondern wie haben wir alle laufen gelernt? Wir sind halt gelaufen und sind halt hingefallen, so wie er, und haben mit der Zeit gelernt, dass es Sinn macht, das Hinfallen zu vermeiden und weiterzulaufen. Und wenn man nicht hinfällt und sich trotzdem fortbewegt, dann ist es per Definition vielleicht Laufen. Und das wäre doch eigentlich ganz spannend, wenn wir ein System hätten,
irgendwie eine Landschaft, in der sich Computer und Computerprogramme entwickeln können, ohne dass ich als Informatiker die Regeln schreiben muss. Also es wäre doch ganz, ganz spannend, wenn wir Systeme hätten, die selbst laufen und hinfallen und somit lernen, wie man richtig gut läuft. Und wenn wir mit diesem Thema anfangen, wenn das unsere Prämisse ist, wenn das das Ziel ist, was wir erreichen wollen, dann sind wir im Bereich künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist dieses riesige Buzzword, was über allem schwebt. Und künstliche Intelligenz ist ja aber nur das Ziel, das ist ja das fertige Produkt, was ich entwickeln möchte. Das viel bessere Wort, um sich über künstliche Intelligenz zu unterhalten, ist Machine Learning. Machine Learning ist der Name des Fachbereichs, der Name der Disziplin, die sich damit auseinandersetzt, Maschinen das Lernen beizubringen. Und wenn künstliche Intelligenz unser Ziel ist und Machine Learning der Fachbereich, dann ist Machine Learning quasi der Werkzeugkoffer, mit dem wir eine künstliche Intelligenz bauen. Das ist quasi das Ding, wo wir unsere Werkzeuge rausholen, um KI zu realisieren. Und in diesem Werkzeugkoffer, da sind Werkzeuge drin. Da sind zum Beispiel neuronale Netze drin. Ein neuronales Netz sieht zum Beispiel so aus. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber quasi ein Werkzeug im Werkzeugkasten Machine Learning, um eine künstliche Intelligenz zu bauen. Neuronale Netze sehen entweder so aus, die gibt es aber auch in kleiner, die können auch so aussehen, die können aber auch so aussehen, die haben eigentlich jede beliebige Form und die Form wird vom Entwickler, vom Informatiker, also vielleicht manchmal von mir festgelegt, wenn ich mich entscheide, wie ich so ein neuronales Netz aufbauen. Wir gucken uns gleich an, wie die funktionieren. Vorher lasst euch gesagt sein, dass neuronale Netze wahnsinnig vielfältig sind. Die können unsagbar viele Aufgaben lösen und zwar immer halt eine Aufgabe, für die sie bestimmt sind. Wir bauen also immer ein neuronales Netz für eine konkrete Aufgabe. Neuronale Netze können zum Beispiel Gesichter sich ausdenken, die es gar nicht gibt. Diese Gesichter hier, die gibt es gar nicht. Die hat sich ein neuronales Netz ausgedacht, weil das neuronale Netz darauf trainiert war, sich Gesichter auszudenken. Und das sind quasi Bilder, die sich das neuronale Netz ausgedacht hat. Neuronale Netze können Videos so manipulieren, dass sie zu Videos werden, die es eigentlich gar nicht gibt. Vielleicht habt ihr das gesehen, es ging vor ein paar Wochen durch die Nachrichten, ein Video von Jennifer Lawrence mit einem anderen Gesicht drauf. Das hat ein neuronales Netz gemacht. Neuronale Netze können sprechen und hören und verstehen. Neuronale Netze könnten Gedichte schreiben. Neuronale Netze können Drehbücher lesen und interpretieren. Neuronale Netze können wahnsinnig viele Sachen machen. Und neuronale Netze können zum Beispiel auch autonome Systeme steuern. Also wenn ihr die selbstfahrenden Autos kennt, dann ist irgendwas, was da drin ist, ein neuronales Netz, so irgendwo im Kern, was dieses Auto steuert. Neuronale Netze sind also so ein bisschen unser kleines Gehirn, mit dem wir künstliche Intelligenz realisieren. So sieht also ein neuronales Netz aus. Lasst uns kurz versuchen zu definieren, was da so ein bisschen drin ist, damit ihr ein Verständnis kriegt. Die ganzen grauen Punkte, die nennen wir Neuronen. Und ein Neuron könnt ihr euch wie so eine kleine Gehirnzelle vorstellen. Neuronale Netze, die heißen neuronale Netze, weil wir die quasi aus der Neurowissenschaft entnommen haben. Wir haben uns da inspirieren lassen, also in der Biologie und im menschlichen Gehirn. Und deswegen heißen die neuronale Netze und deswegen heißen diese Punkte auch Neuronen. Und diese Neuronen sind wie so eine Art kleine Gehirnzellen. Und für uns können wir die aber auch verstehen, so als so eine Art kleinen Datenparkplatz. Ich erzähle euch gleich, warum. Ihr habt eben schon gesehen, dass diese neuronalen Netze irgendwie so eine gewisse Struktur haben. Die sind nicht ganz willkürlich. Die haben zum Beispiel immer Schichten. Die sind also immer in so einer Reihe untereinander angeordnet. Und die erste Schicht, ganz links, das ist unsere Eingabeschicht. In dieses Ding, da fange ich an, mit meinem neuronalen Netz zu reden. Da gebe ich irgendwie einen Datenimpuls rein und mit diesem Datenimpuls macht das neuronale Netz dann irgendwas. Und ganz hinten habe ich eine Ausgabeschicht, da kommt irgendwas raus. Ist sehr ähnlich, als würde ich euch jetzt eine Matheaufgabe geben, irgendeine Textaufgabe. Dann gebe ich die in eure Eingabeschicht rein. Irgendwie, ihr hört euch die an, ihr nehmt die auf. Und das, was hinten rauskommt aus der Ausgabeschicht, wäre vielleicht irgendwie die Lösung dieser Textaufgabe. Und in der Mitte haben wir beliebig viele sogenannte versteckte Schichten, sogenannte Hidden Layer. Die brauchen wir, um da ganz viel Berechnung zu machen. Das gucken wir uns heute nicht so ganz an. Was aber noch ganz wichtig ist, sind die Neuronenverbindungen zwischen diesen einzelnen Neuronen. Das sind Gewichte. Und das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ich mache euch an einem einfachen Beispiel, was so ein neuronales Netz kann und wozu man Neuronen, Gewichte und Schichten und Eingabe und Ausgabe braucht. Denn eigentlich, und das ist so ein bisschen das Ziel, was ich heute gerne mit euch erreichen würde, sind neuronale Netze gar nicht so mega kompliziert und künstliche Intelligenz ist gar nicht so super fancy. Eigentlich sind es relativ einfache Mechanismen, die dahinter stecken. Wir stellen uns eine Frage. Wir stellen uns die Frage, ob das da eine Kuh ist. Und wir wollen ein neuronales Netz dafür bauen, um herauszufinden, ob das eine Kuh ist. Für uns ist es ziemlich einfach. Wir sehen ziemlich schnell, dass das ein Huhn ist. Aber wir gucken mal, wie ein neuronales Netz damit umgehen würde.
neuronales Netz, das kleinste, was ich bauen kann, sieht zum Beispiel so aus. Das hat zwei Schichten. Es hat eine Eingabeschicht links mit zwei Neuronen und es hat eine Ausgabeschicht mit einem Neuron und es hat zwei so Neuronenverbindungen, sogenannte Gewichte. Und in dieses neuronale Netz gebe ich Daten über das Tier, was ich mir gerade angucke, rein. Und hinten soll, in der Ausgabeschicht, die Ausgabeschicht soll aufleuchten. Die soll uns ein Zeichen geben, wenn wir eine Kuh gefunden haben. Ich gebe also Daten über das Tier rein. Zum Beispiel gebe ich rein, dass das Tier, was ich mir gerade angucke, zwei Beine hat. Ein Huhn hat zwei Beine. Und ein Huhn wiegt ungefähr 4 Kilogramm. Das sind also meine beiden Datenpunkte. Und die gebe ich in mein neuronales Netz rein. Und diese Gewichte, die könnt ihr euch so als Multiplikator vorstellen. Das heißt, das eine Gewicht da oben ist 0,4, das macht also die 2 kleiner. Und das andere ist 0,04, das macht die 4 noch kleiner. Wir nehmen also zwei Datenpunkte und drücken die gemeinsam auf einen Datenpunkt, nämlich auf die Information, ob das eine Kuh ist oder nicht. Wir versuchen es mal. Wir geben unsere Zahlen da rein in unser neuronales Netz. Wir nutzen unsere Gewichte, um das zu aufmultiplizieren und zu summieren. Das ist schon die größte Mathematik, die wir heute machen müssen. Jedes einmal multiplizieren und summieren. Und wenn hinten ein Wert größer als 12 rauskommt, dann ist es eine Kuh. Wir gucken mal, in dem Fall kommt hinten kein Wert größer als 12 raus. Also sagt uns unser neuronales Netz, dass es keine Kuh ist. Klingt erstmal plausibel, ist ja auch keine Kuh. Wir gucken uns mal fürs nächste Beispiel an. Für ein Schaf, wir machen genau das Gleiche. Ein Schaf hat 4 Beine und wiegt vielleicht 150 Kilogramm. Wir geben die Daten da rein, nehmen wieder unsere Gewichte und gucken, ob genügend Aktivierungspotenzial hinten da ist, so heißt es. Und wir stellen fest, wieder nicht genügend Aktivierungspotenzial, also keine Kuh. Also unser neuronales Netz sagt, hey, das ist keine Kuh. Und es liegt damit richtig. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert, wenn wir eine Kuh reingeben. Eine Kuh hat 4 Beine und wiegt 800 Kilogramm. Wir geben es auch wieder rein. Und wir stellen diesmal fest, wenn wir wieder unsere Gewichte nutzen, das so zusammenführen, dann ist diesmal genügend Aktivierungspotenzial da. Unser Neuron hinten wird ganz, ganz verrückt und sagt uns, hey, das ist eine Kuh. Und das stimmt auch. Und das ist so ein bisschen die grundlegende Mathematik dahinter, hinter so einem neuronalen Netz. Und die Intelligenz von einem neuronalen Netz, die steckt immer in den Gewichten. Das absolut Zentrale von so einem neuronalen Netz ist zum einen die Form und zum zweiten ist es die richtige Gewichtung von Informationen. Ich gebe also Informationen rein, die werden irgendwie gewichtet und am Ende kommt hoffentlich irgendwie ein sinnvolles Ergebnis bei raus. Am Anfang sind neuronale Netze immer total doof. Die können am Anfang überhaupt nichts, weil die Gewichte sind am Anfang alle zufällig. Da würde überhaupt nichts Sinnvolles bei rauskommen. Da haben wir dann also, geben eine Kuh rein und kriegen hinten raus, dass es doch keine Kuh ist oder alles ist eine Kuh. Und das Suchen nach den richtigen Gewichten, das nennen wir Training. Das ist also das, was so die zentrale Aufgabe von Leuten, die künstliche Intelligenzen entwickeln. Wir müssen neuronale Netze trainieren. Und das ist nichts anderes, als ich muss Gewichte finden, die Aufgabe lösen, die ich mir gestellt habe. Und das würde ich mit euch ganz gern, weg von der Mathematik, keine Mathematik mehr, versuchen. Wir wollen nämlich mal versuchen, ein Boot zu trainieren, was sich autonom durch ein Spiel bewegt. Ich habe uns diese Karte hier mitgebracht. Da oben ist das Boot, ihr seht es, so ein kleines Motorboot. Und es hat sich scheinbar ein bisschen verirrt in gefährliche Klippen und in so einen Fluss. Und da ist irgendwie ein bisschen gefährlich. Und das Ziel ist, dass dieses Boot durch diesen Parcours fährt, ohne an die Klippen zu stoßen. Für mich als Menschen ist das total einfach. Ne? Wenn ich jetzt meine Finger nehme und das wie als ein Spiel sehe, um mein Boot da zu steuern, dann wäre das für mich überhaupt nicht kompliziert, das Boot da irgendwie durchzusteuern. Ne? Das könnte ich machen. Mein Ziel ist es aber heute, dass ich ein neuronales Netz trainieren möchte, was diese Aufgabe für mich übernimmt. Wir trainieren jetzt also quasi gemeinsam eine kleine künstliche Intelligenz. Nochmal zusammengefasst, was sind die Regeln? Unser Boot ganz links muss es bis ganz rechts schaffen. Dann hat es gewonnen, dann ist es aus dem Parcours raus. Das Boot kann jederzeit in jede Richtung fahren. Das Boot kann also sagen, ich bin jetzt an irgendeiner Stelle und jetzt fahre ich einen Meter in die Richtung und danach fahre ich einen Meter in eine andere Richtung. Das Boot kann also, so wie wir mit Pfeiltasten auch, kann das Boot sich quasi selber steuern. Das Boot darf selbstverständlich nicht die Klippen berühren. Sobald das Boot die Klippen berührt, ist das Boot gescheitert und hat verloren und ist gestrandet. Und das Boot hat, so wie wir haben ja quasi Augen, wenn wir dieses Spiel spielen und mit den Pfeiltasten arbeiten. Das Boot braucht ja auch irgendwie sowas wie Augen und dem Boot geben wir Sensoren, so eine Art Lasersensoren, 6 Stück davon, die zeigen in alle Richtungen und die messen den Abstand zu den Klippen. Also der eine Sensor sagt, hey, da sind noch mehr als 25 Meter Platz und beim anderen auch. Beim anderen sind vielleicht nur noch 3 Meter Platz, beim anderen sind vielleicht noch 5 Meter Platz. Das sind also die Informationen, die das Boot hat. Regeln sind verstanden? Sehr gut.
Und jetzt gucken wir uns mal an, wie so ein neuronales Netz aussieht, was dieses Boot steuern könnte. Das neuronale Netz könnte zum Beispiel so aussehen. Ich habe 3 Schichten, weil ich das als Informatiker festgelegt habe. Ich habe eine Eingabeschicht, da gebe ich Daten rein. Und ich habe eine Ausgabeschicht, da kommt der Winkel raus, in dem sich das Boot jetzt bewegen soll. Ne? Also soll es nach rechts oder nach links oder nach oben oder nach unten fahren. Das soll hinten rauskommen. Und was gebe ich rein? Ich habe 6 Neuronen, weil ich habe ja 6 Sensoren. Jedes Neuron nimmt also einen Datenpunkt entgegen. Und dann kommt hinten irgendein Winkel raus. Zum Beispiel, das sind die 6 Sensoren, da kommen die ganzen Werte rein. Und hinten soll hoffentlich immer der richtige Winkel zum richtigen Zeitpunkt rauskommen. Und was brauchen wir, damit es funktioniert? Wir brauchen quasi wieder die richtigen Gewichte. Wir brauchen also wieder dieses Zusammenspiel von Eingabe- und Ausgabedaten. Und das Finden dieser richtigen Gewichte, das nennen wir Training. Und jetzt gucken wir uns noch einen kurzen, spannenden Algorithmus an und dann können wir uns mal angucken, wie die künstliche Intelligenz das Boot gesteuert hat. Das Training, was wir nämlich brauchen, das nennt sich Evolution. Und das haben die Informatiker schon wieder geklaut aus der Biologie. Wir haben uns nämlich die Systeme angeguckt, die so in der Natur vorherrschen und haben uns überlegt, hey, ein paar davon können wir adaptieren auf unser Problem der künstlichen Intelligenz. Okay, stellt euch vor, wie fangen wir an, dieses Boot zu trainieren? Stellt euch vor, wir haben in der ersten Generation 4 Boote. Und diese 4 Boote haben alle ihr neuronales Netz und die haben alle zufällige Gewichte. Die sind am Anfang alle doof. Neuronale Netze fangen immer total doof an und entwickeln sich dann zu irgendwas Cleverem. Das heißt, wir haben 4 Boote, die sind alle zufällig und jetzt können wir diese Boote doch einfach losfahren lassen. Wir können also einfach gucken, hey, welches Boot kommt denn wie weit, welches Boot strandet wann. Und dann können wir einfach sagen, hey, wir nehmen die Boote, die gut waren, nehmen wir mit in die nächste Generation. Das sind die Boote, die gut waren. Ein paar Boote sind nicht so gut, wir wollen ja möglichst lange fahren, ohne zu stranden. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach ein paar Boote mit in unsere nächste Generation und jetzt machen wir diesen Evolutionstrick. Jetzt machen die Boote einfach wieder neue Babyboote, die vererben ihre Gewichte. Dann machen wir neue Boote daraus und jetzt lassen wir die wieder fahren. Wir gucken wieder, wer fährt wie lange, ohne zu stranden. Und jetzt gucken wir wieder, hey, ein paar waren besser, ein paar waren schlechter. Wir nehmen wieder die Boote, die gut sind, die nehmen wir mit in die nächste Generation. Und ihr habt den Algorithmus schon verstanden, sehr komplizierter ist er auch nicht. Wir machen wieder neue Babyboote, wir vererben wieder Gewichte und lassen wieder fahren. Und jetzt, ich habe das für uns mal programmiert, jetzt können wir uns mal angucken, wie die Boote in den einzelnen Generationen gefahren sind. Und dann können wir beobachten, wie diese neuronale Evolution, so heißt dieser Algorithmus, wie der funktioniert hat. Wir gucken uns zuerst die erste Generation an, also da, wo die Boote total doof sind, wo wir nicht allzu viel erwarten müssten. Wir erinnern uns, wir haben diesmal aber keine 4 Boote, sondern ich habe 30 Boote gebaut, dass es ein bisschen voller aussieht. Und eine Sache noch, die Boote, die fahren schon alle einzeln, ich habe nur alle übereinander gelegt. Also die Boote können nicht gegen sich selbst stoßen, sondern nur gegen die Klippen. Wir gucken uns mal die erste Generation an. Wir stellen fest, da sieht es noch überhaupt nicht nach Intelligenz aus. Die Boote fahren alle in irgendeine Richtung. Einige bleiben ständig stehen und fahren wieder vor zur Klippe, zurück zur Klippe, deswegen zittern die so. Wir stellen fest, allzu intelligent sieht das Ganze noch nicht aus. Aber wir stellen fest, dass es ein Boot gibt, die sich vielleicht schon in die richtige Richtung entwickelt haben. Nämlich diese Boote hier. Die sind ja zumindest auf dem richtigen Kurs. Ihr erinnert euch, wir nehmen diese Boote wieder mit in unsere nächste Generation und machen neue Babyboote und gucken mal, wie sich das denn entwickelt. In unserer paar Generationen weiter stellen wir fest, mega intelligent ist es immer noch nicht. Aber die Boote bewegen sich zumindest schon nicht mehr ganz so nach links. Ne? Da oben wird es ein bisschen dünner und es haben sich so eine Art Bootfamilien rausgebildet quasi. Ne? Vielleicht haben die voneinander geerbt. Wir gucken uns mal an, ihr erinnert euch, die Boote nehmen wir wieder mit in die nächste Generation. Wir gucken uns mal an, wie es ein paar Generationen weiter aussieht. Da stellen wir fest, dass schon ziemlich viele Boote in die richtige Richtung fahren. Unsere neuronalen Netze werden also intelligenter. Wir finden schon so langsam die richtigen Gewichte, um unsere Aufgabe zu lösen. Aber immer noch nicht perfekt. Ne? Die scheitern immer noch an der ersten Kurve hier. Noch nicht so ganz super. Und jetzt gucken wir mal in die finale Generation, also in die Generation, in der zum ersten Mal ein Boot geschafft hat, diesen Weg komplett zu absolvieren. Wir nehmen unsere Superboote wieder mit. Die anderen Boote, die schmeißen wir weg oder verbrennen wir oder was man mit Booten halt so macht. Und jetzt gucken wir uns die letzte Generation an. Wir merken, es gibt ganz am Anfang gar keine doofen Boote mehr. Die fahren zumindest alle in die richtige Richtung. So eine ganze Bootfamilie hat sich leider hier an der einen Klippe ein bisschen aufgehangen. Aber ein Boot hat es jetzt quasi nach unserer neuronalen Evolution geschafft, diesen Parcours zu absolvieren. Und was wir jetzt quasi gemacht haben, in so einem eigentlich ja vollautomatisierten Algorithmus, wir haben jetzt ja nur mal reingeguckt, ist, dass wir ein finales Boot gefunden haben. Das neuronale Netz selber hat sich nicht verändert. Das ist immer noch die gleiche Struktur, die ich festgelegt habe.
aber die Gewichte haben sich verändert und wir haben jetzt die richtigen Gewichte gefunden, sodass das neuronale Netz ständig mit diesem sensorischen Input, wie weit ist welche Klippe noch entfernt, das kann jetzt damit umgehen und ist in der Lage, sich durch diesen Parcours zu arbeiten. Dieses Boot, muss man dazu sagen, könnte ja auf vielen Klippen arbeiten. Also es hat nicht die Karte auswendig gelernt, sondern es ist in der Lage, viele Klippen jetzt zu umschiffen. Und dieses System, ich komme zum Ende, heißt neuronale Evolution. So ein bisschen abgeguckt aus der Biologie. Nur die besten kleinen Gehirne kommen weiter, die anderen sterben. Und so entwickeln wir quasi künstliche Intelligenz immer und immer weiter. Wenn wir also unseren Rückschluss ziehen, was haben wir gemacht? Ich habe das Ding programmiert, aber ich habe keine Regeln geschrieben. Ich habe nicht geschrieben, hey, wenn du zu nah an der Klippe bist, dann musst du jetzt abbiegen. Und wenn du zu nah an der bist, dann musst du auch abbiegen. Sondern wir haben hiermit quasi eine Umgebung geschafft, in der eine künstliche Intelligenz selbst wachsen kann. Wir haben ihr Wege gegeben, sodass sie sich ganz alleine weiterentwickeln kann. Ich habe das System quasi nur als Grundlage gebaut, aber den Weg darüber hinaus hat die KI selbst gefunden. Letzter Slide, lasst uns zusammenfassen. Künstliche Intelligenz ist das Oberthema. Neuronale Netze sind ein Werkzeug aus dem Koffer Machine Learning. Die benötigen die richtige Form, die liegt der Entwickler fest. Die benötigen die richtigen Gewichte, die finden wir durch Training. Und mit der Zeit sind diese neuronalen Netze in der Lage, sehr, sehr viele ganz komplexe Aufgaben zu lösen. Ganz, ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wahnsinnig schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, wir haben den Würfel da. Wenn ihr später Fragen habt, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. Ich bin auch den ganzen Tag da. Aber vielleicht habt ihr noch Themen. Da ist schon eine Frage. Wir machen das noch jetzt. Also ja, ja, ja. Das ist noch ganz kapiert, alle. Was wohl, wer du bist? Was? Du musst ins Kreuz reinlegen und wenn du deinen Namen hast, ist geil. Ich bin Hanna und was ist, wenn sich eine künstliche Intelligenz nicht weiterbildet, also nicht wirklich vorankommt? Das ist ein ziemlich martialischer Prozess. Eine künstliche Intelligenz, die sich jetzt als einzelnes Boot nicht weiterentwickelt, die schmeißen wir raus aus unserem Genpool, die darf sich nicht weiterentwickeln. Das kann manchmal sein, vielleicht zielt deine Frage dahin, was ist denn, wenn mehrere Boote einfach so doof sind, dass die gemeinsam gar keine cleveren Kinder machen können? Da hat man so einen Algorithmus einprogrammiert, der heißt Mutation, das heißt, ab und an kommen ganz neue Boote dazu, dann verändern sich die Gewichte noch und dann kriegt man das auch gebaut. Aber an sich, jede künstliche Intelligenz, jedes kleine Boot, was nicht funktioniert, das schmeißen wir leider ein bisschen harsch aus dem Genpool raus und nur die Guten dürfen sich weiterentwickeln und ganz ab und an kommen quasi nochmal so Mutationen zustande, dass da neue Gewichte reinkommen. Beantwortet das deine Frage? Sehr gut. Gib doch gerne das Mikro weiter nach da gleich. Ich bin der Lennox und ich wollte fragen, die wievielte Generation hat es denn geschafft? Ich glaube, die Generation Nummer 15 oder so hat es geschafft. So ein Training kann manchmal sehr, sehr lange dauern. In dem Fall ist es jetzt schon ein ganz einfaches Beispiel. Deswegen hat es relativ schnell geklappt. Und hier die pure Berechnungszeit hat hier auf meinem MacBook vielleicht 20 Minuten gedauert, um diese Generation zu trainieren, ungefähr. Manchmal braucht es ewig lange, um künstliche Intelligenzen zu trainieren. Das dauert Wochen und Monate und wahnsinnig lange, wahnsinnig viel Zeit. Aber in dem Fall waren es, glaube ich, 15 Generationen, die sich weitervererbt haben. Und in der 15. Generation hat es dann ein Boot gegeben, was die Aufgabe geschafft hat. Ich glaube, hier war noch eine Frage. Irgendwo? Hier unten? Ey. Ah ja. Hallo, ich bin Judith. Hallo. Kann man irgendwas später auch wieder rausoperieren? Also wenn man irgendwie sagt, das gefällt mir nicht, kann man das erkennen und dann wieder rausnehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Alle Fragen sind übrigens sehr gut. Das Problem bei künstlicher Intelligenz, womit wir wahnsinnig zu kämpfen haben, ist, dass das neuronale Netz für uns nicht mehr interpretierbar ist. Ich weiß, dass es funktioniert, aber ich kann nicht erklären, warum diese Gewichte jetzt irgendwie gut sind. Ich kann nur sehen, dass es funktioniert. Deswegen kann ich auch nichts rausoperieren. Ich kann auch nichts reinoperieren. Ich kann neu trainieren und auf einen neuen Zweck quasi bauen, aber ich könnte dem neuronalen Netz nicht so ohne weiteres wieder irgendwas rausnehmen. Denn dieses neuronale Netz denkt ganz, ganz anders als wir. Das ist für uns leider nicht mehr nachvollziehbar. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir in der künstlichen Intelligenz haben, dass wir es versuchen müssen, diese neuronalen Systeme für uns interpretierbar zu machen. Weil so wie das da aussieht, sagt euch ja überhaupt nichts, mir auch überhaupt nicht, aber ich kann euch sagen, dass das halt funktioniert. Ich kann aber leider danach nichts mehr rausnehmen, nichts mehr reinnehmen, ich könnte neu trainieren. Das ist eine tatsächlich große Herausforderung. Gute Frage. Darf ich auch was fragen? Bitte. Ich finde es ein bisschen krass, den Gedanken, was du gerade meintest, dass ihr, schlaue Informatiker, keine Chance habt, zu kapieren, was da drinnen passiert und da Sachen dran zu verändern. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass dieses Boot irgendwie in der Lage wäre, voll die Bazooka zu entwickeln und dann kommen da immer neue Kinderboote und nach 3 Jahren Entwicklungszeit löschen die Menschheit aus. Kann das passieren? Das ist eine
gute Frage. Sowas kann, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage, weil das ganz, ganz viele Leute haben, die in diesem Diskurs mitschwimmen. Und das kommt ja auch von Elon Musk, der sowas mal als Horrorszenario aufgebaut hat. Und da würde ich immer dazu sagen, egal wen man auch fragt in dieser wissenschaftlichen Community, dass sowas passiert, das ist absolut unmöglich. Die Systeme, die können hier so ein bisschen durch zwei Funktionsgraphen fahren, hinter denen ein Bild hängt. Ne? Die sind aber bei weitem noch nicht so clever, dass sie komplizierte Sachen machen können. Also diese Terminator-Idee, die, glaube ich, vor der brauchen wir keine Angst haben. Es gibt aber ganz viele relevante Themen, über die wir reden müssen. Nicht so über die Weltübernahme durch künstliche Intelligenz, aber es gibt zum Beispiel autonome Waffensysteme, die entwickelt werden auf Grundlage künstlicher Intelligenz. Die haben dann so eine Objekterkennung, die kann Fotos erkennen und wissen, wo sie hinschießen. Und ich glaube, das sind dann Themen, die ganz, ganz präsent sind. Der Terminator und die Machtübernahme der Welt, die ist so weit entfernt, dass kein Mensch die überhaupt irgendwie sieht. Aber sowas sind ganz, ganz reale Gefahren, über die man dringend deutlich mehr reden muss, glaube ich. Weil dann eben auch, wenn Neuron das jetzt mal Mist baut, Leute sterben können, die ja nicht verdient hätten. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen muss man auf jeden Fall drüber reden. Noch Fragen bei euch? Ja. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Ich glaube, deine Hand war als erstes oben. Können wir das Mikro nochmal nach vorne geworfen kriegen? Ah, das Mikro hat schon eine Frage. Wir müssen deine Frage gleich hier privat klären. Können wir das machen? Generell, ich kann das schon mal sagen, wir haben draußen ganz viel Platz, wo ihr mit den Leuten, die hier ihre spannenden Talks halten, noch ins Gespräch kommen könnt, wenn ihr Fragen habt. Ich glaube, die sind alle nett und die reden mit euch, wenn ihr Bock habt. Letzte Frage von dir. Ja, ich bin der Ben und ich wollte fragen, was bringt uns denn jetzt diese Technologie? Wie kann man das jetzt im echten Leben einsetzen? Sehr gute Frage. Können wir das kurz beantworten? Ich gucke mal, wenn nicht, besprechen wir das gleich draußen weiter. Du kannst wahnsinnig viele Aufgaben automatisieren. Du kannst ganz, ganz kurz gefährliche Aufgaben damit automatisieren. Du kannst Systeme entwickeln, die auch die Gesellschaft weiterbringen können. Du kannst ganz, ganz viel Forschung damit deutlich vorantreiben. Du kannst also ganz, ganz viele Datenauswertungen kannst du vorantreiben. Man kann medizinische Auswertungen mit künstlicher Intelligenz machen. Künstliche Intelligenz kann erfahren und rausfinden, analysieren, welche Wirkungen und Nebenwirkungen Medikamente haben. Also der gesamtgesellschaftliche Effekt ist, glaube ich, schon da. Jetzt ist halt nur so ein bisschen die Frage, wie kriegt man den gechannelt und wie kriegt man den aufgebaut? Entwickeln das nur privatwirtschaftliche Unternehmen oder entwickeln wir das als Gesellschaft irgendwie in einem offenen System? Das sind, glaube ich, ganz, ganz zentrale Fragen. Und da ist so ein bisschen die Frage, wohin entwickeln wir uns als Gesellschaft, um den Nutzen von KI möglichst gut für uns alle verfügbar zu machen? Sehr berechtigte Frage. Philipp, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank euch. Dankeschön.